Servus Leute, heute ein neues Tutorial zu dem Trick, dem Infinity. Das sieht also immer so aus. Das ist der Infinity. Also zuerst mal zur Stifthaltung. Ihr nehmt den hier hinten an eurem Grip. Für den Trick solltet ihr unbedingt einen Grip haben. Nehmt ihr den hier hinten, legt ihn so hinten zwischen Daumen und Zeigefinger. Dann die meisten Leute, ja, die meisten Außenstehende, die denken, oh, ist ja nur so, ne? So hin und her, aber das stimmt ja nicht, ne? Ist ja noch viel mehr. Dann die schlechten Penspinner, die machen so. Die lassen den Anfall hier so runterfallen, ne? So. Aber wir lassen ihn so von der Seite nahe schießen. Das mal von oben. So hier, auf dem Zeigefinger praktisch, lang, dann so weitermachen. Danach nehmt ihr den, dann geht er so rein, haut ihn zwischen Zeigefinger und Mittelfinger, dann kommt der schwierige Teil, ne? Und zwar, ihr müsst den hier reinbringen, hier ins Daumengelenk. Zack, das macht ihr mit so einem lockeren Schuh. Ich am Anfang habe auch immer, was ist denn gerade passiert, ne? Hier so total scheiße, ne? Ja, immer. So, dann habe ich mir das halt von dem Kumpel zeigen lassen. Das kann er dann so einfach vorne voll locker halten. Und so immer weitermachen. Das ist eigentlich ein guter Verbindungstrick, keine Ahnung, kann man gut mit Thump Around verbinden. Dann Thump Around Reverse, verdammt. Oh Gott. Ja, also hier. Thump around und so weiter, ne? Ja, das war's eigentlich im Großen und Ganzen zu dem Trick. Bis zum nächsten Mal.